Liebe Ricarda, ich muss zugeben, ich bin immer noch geflasht von deiner Rede. Ich gratuliere dir nicht nur zu deiner Wahl, sondern vor allem zu einer Rede, die allen gezeigt hat, was für eine wunderbare Parteivorsitzende du für uns sein wirst. Ich wünsche dir schnelle und gute Genesung. Wir brauchen dich. Liebe Freundinnen und Freunde, als das erste Mal eine BDK mich in den Vorstand gewählt hat, 2002, da haben wir regiert, da hatten wir gerade eine Wahl hinter uns gebracht, bei der wir das erste Mal in unserer Geschichte ohne Kopfschmerzen die 5%-Hürde übersprungen hatten. Und wir saßen in einer Regierung mit einem Kanzler Schröder, der den ganzen Tag Koch und Kellner spielen wollte. Der Blick zurück schärft manchmal die Sehstärke. Und nicht nur der Blick darauf, sondern auch auf die harten Oppositionsjahre zeigt uns, wie unglaublich groß die Leistung ist, die Annalena und Robert für diese Partei erbracht haben, wie groß der Sprung ist, den wir als Partei mit Ihnen beiden an der Spitze in neue Sphären gebracht haben. Es ist gestern oft gesagt worden, aber nicht oft genug. Danke euch für diese unglaubliche Leistung, die ihr gebracht habt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in unserer Geschichte dieses Land so verändert und geprägt. Und wir haben noch so viel vor. Es war so überfällig, dass wir endlich regieren. Es wird kein Selbstläufer, aber ich habe so Lust darauf. Denn die Energiewende, Klimaschutz, die internationale Impfgerechtigkeit, der Anschluss ländlicher Räume, eine engagierte Friedenspolitik, eine beherzte Sozialpolitik, eine aktive Gleichstellungspolitik, die Stärkung der Demokratie und nicht zu vergessen, die Verkehrswende. All das ist längst überfällig und muss nun angepackt werden. Der Koalitionsvertrag ist sicher nicht 100% das, was wir uns gewünscht hätten. Und es gab Anfangsreibungen, Taxonomie, Verkehrsministerium, das wissen alle. Aber eindeutig trägt dieser Koalitionsvertrag eine grüne Handschrift. Und das trotz aller Widerstände, die mein Freund Konstantin von Notz, ich finde, so wunderbar in einem Tweet zusammengefasst hat. Drei Leute stehen am Deck der Titanic, sagt der eine, Eisberg, wir sollten ausweichen, sagen die anderen beiden, was kriegen wir denn dafür? Wir haben im Koalitionsvertrag so vieles, was ohne uns dort nicht stehen würde, was gut ist. Das Abbiegen auf den 1,5-Grad-Pfad, die Kindergrundsicherung, das Rüstungsexportkontrollgesetz, die Ermöglichung der Mehrstaatlichkeit, die Einführung des Klimageldes, die Schließung der Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, 12 Euro Mindestlohn, das Demokratiefördergesetz, das Selbstbestimmungsgesetz, das Ende dieses vermaledeiten Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch, gute Lebensverhältnisse auf dem Land, Vorrang für Artenvielfalt. Gut, dass meine Redezeit beschränkt ist und noch so viel mehr. Darauf können wir stolz sein, liebe Freundinnen und Freunde, und das sollten wir auch. Und nun beginnt die Umsetzung. Und diese Umsetzung werden für uns allen voran Annalena, Steffi, Anne, Claudia, Robert und Cem machen. Und die haben einen Knochenjob vor sich. Und sie brauchen unsere Unterstützung, sie brauchen unsere Solidarität, aber sie brauchen auch Impulse einer klugen und selbstbewussten Partei, die auch weiß, dass auch in der Regierung sie sich programmatisch wird weiterentwickeln müssen. Diesen Prozess als Parteivorsitzende zu begleiten, dafür bewerbe ich mich heute bei euch. In den letzten Jahren, auch im Parlament, war ich stets ein Parteimensch. Mit eurer Unterstützung durfte ich in den letzten 4 Jahren im Parteirat mitwirken. Und die Tatsache, dass ich den Wahlkreis in Frankfurt gewonnen habe, wäre ohne eine enge Verflechtung mit meinem Kreisverband, den ich normalerweise jetzt rufen würde und die würden dann mir zujubeln und ich würde zurückjubeln in einer vollen Halle, nicht geschafft haben. Ein Wahlkreis, den jahrelang die baldige AfD-Frau Erika Steinbach gewonnen hat. Ich kann euch sagen, wir haben gefeiert. Ich bewerbe mich dafür, meine Erfahrung einbringen zu dürfen, zusammen mit einer so starken und klugen Frau wie Ricarda. Wir werden den Wahlkampf zusammen nacharbeiten, um das nächste Mal noch erfolgreicher zu sein und auch Strukturen zu schaffen, die uns ermöglichen, mit Geschlossenheit und mit den Erfolgen, die wir erzielen werden, wieder in der K-Frage mitspielen zu können. Nicht als Selbstzweck. Das ist eine Formulierung, die Robert gestern gewählt hat, Ricarda hat das gesagt. Aber es ist kein Selbstzweck, Politik zu machen. Wir machen Politik, weil wir aller Leben verbessern wollen. Wir machen Politik für alle, weil uns die Zeit davon rennt, um die Klimakrise zu bändigen, weil wir starke Grüne brauchen, damit wir politische Kompromisse und wissenschaftliche Notwendigkeiten zusammendenken, weil nur wir Sozialpolitik und Klimaschutz zusammenbringen, weil wir Garanten sind für Energiewende und für Artenschutz.
weil wir das Wohl unserer Kinder in den Mittelpunkt unserer Politik stellen wollen, weil wir uns einsetzen für Frieden und Eintracht international. Dafür haben wir die erste grüne Außenministerin, die sich unermüdlich einsetzt für die Deeskalation der Russlandkrise, und einen grünen Energieminister, der sich unermüdlich dafür einsetzt, damit der Hunger nach den Fossilen, was nicht nur klimapolitisch, sondern auch friedenspolitisch von großer Relevanz ist, endlich abnimmt und zu Ende geht. Im Übrigen die Tatsache, dass auch der Bundeskanzler dankenswerterweise die Frage Nord Stream in Frage stellt für den Fall weiterer Eskalation Russlands in der Ukraine, ist auch Ihnen zu verdanken. Auch dafür gilt mein Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, das alles und noch viel mehr. Große Aufgaben. Aber zu deren Bewältigung haben wir doch alles, was es braucht. Wir haben starke Regierungsmitglieder, wir haben eine große, eine großartige Fraktion und wir haben eine Partei, die klug ist und geschlossen. Eine Partei, die vorausdenkt und eine Partei, die mehr Argumente als Redewendungen und Sprachregelungen hören will und die in ihrer Geschichte immer wieder gezeigt hat, dass sie Gegenwind kann. Was beweist es mehr als Bündnis 90, Frauen wie Marianne Bürtler, die dem Unrecht entgegengetreten sind unter widrigsten Umständen. Milan Horacek, der in der Diktatur in der Tschechoslowakei Widerstand geleistet hat und natürlich später seine Heimat bei uns gesucht hat und gefunden hat. Wo sonst? Wir sind die Unbeugsamen. Und wir sind das in Tradition. Es ist heute nicht anders. Geht mal auf die Timeline von Sarah Lee und schaut euch an, wie viel Hass und Hetze, wie viel Sexismus und Rassismus sie täglich abkriegt. Und trotzdem steht sie jeden Morgen auf, geht raus und kämpft für soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Guckt euch an, wie Franziska Schubert angefeindet wird. Wie sie angefeindet wird und trotzdem im Parlament und auf der Straße Tag für Tag kämpft für Demokratie und gegen Nazis. Das machen sie nicht für sich. Das machen wir Grüne nicht für uns. Das machen wir für das Allgemeinwohl. 125.000 Mitglieder, ein Team, seit stolzen 42 Jahren stets daran arbeitend, die Welt zu verbessern. Ein Team, das so viel erreicht hat und noch so viel mehr vorhat. Ein Team, das Ende des Jahres die Strukturen haben sollte, die die neue Größe braucht und die die neue Größe der neuen Aufgaben auch erfordern. Ein Team, das im Herbst hoffentlich endlich eine laute und ausgelassene BDK-Party gefeiert hat. Liebe Freundinnen und Freunde, Ende des Jahres wollen wir dann zusammen anstoßen. Wir wollen anstoßen, dass wir im Saarland wieder im Landtag sind. Wir wollen anstoßen, dass wir in Schleswig-Holstein unsere Regierungsbeteiligung verteidigt haben. Wir wollen anstoßen, dass wir in Niedersachsen in der Regierung sind. Wir wollen anstoßen, dass wir in Nordrhein-Westfalen Schwarz-Gelb endlich abgelöst haben. Und dann wollen wir Dann holen wir noch einen guten Ebbelwoi und stoßen darauf an, dass die AKWs, die letzten AKWs in diesem Land, endlich vom Netz gehen. AKW Emsland abgeschaltet, AKW Isar 2 abgeschaltet, Neckar-Westheim 2 abgeschaltet. Welch eine Ode an die Freude. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Ausruhen ist aber keine Zeit. Es gibt viele, die beschäftigen sich mit sich selbst. Ich bin gespannt, wie Markus Söder und Friedrich Merz die nächsten Monate miteinander ihren schwarzen Erbfolgekrieg jetzt führen werden. Das ist nicht unsere Baustelle. Unsere Maßstäbe sind reduzierte CO2-Mengen, Ausbau der Erneuerbaren, Artenschutz, Sozialpolitik, bezahlbarer Wohnbau. Das sind die Antworten, die uns wieder dazu führen werden, dass wir bei der K-Frage mitmachen. Das sind die Antworten, die uns zur führenden Kraft der linken Mitte in Deutschland machen. Ich trete heute an in vollem Wissen um die Größe dieser Aufgabe, in vollem Wissen, wie sie verpflichtet. Aber es gibt noch einen Grund, warum ich heute vor euch stehe. Im Wahlkampf in Frankfurt, am Wahlkampfstand in Niederschbach, da kamen zwei Kinder auf mich zu, die wollten Kugelschreiber mitnehmen und Windräder und die wollten über das Tempolimit diskutieren. Und einer von denen entdeckte dann, weil mich jemand angesprochen hat, dass ich ja ein Hauptamtlicher bin, dass ich ja ein Abgeordneter bin. Und er sagte, du bist Politiker? Du siehst doch aus wie wir. Ich trete heute an, weil ich weiß, wie wichtig diese Sichtbarkeit ist, die Sichtbarkeit von denjenigen, die nicht nach klassischen PolitikerInnen aussehen, egal ob sie nun Tessa, Arbeit, Rasim oder Steffi heißen. Ich trete an, weil ich glaube, dass diese Sichtbarkeit ermutigt, nach Großem zu streben, egal wo man herkommt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin nur mit Nuripur. Als Student habe ich gekellnert,
Heute kann ich besser kochen als Lars Klingbeil und Friedrich Merz. Ich bitte um euer Vertrauen.